herzlich willkommen hier im wunderschönen Zeltpalast in Frankfurt zu meiner neuen Show Magie ganz nah. Hier ist Nikolai Friedrich. Was Sie jetzt sehen, ist wirklich handgemachte Close-Up-Magie. Da geht alles, da ist alles möglich. Da sind sogar die Dinge möglich, die im wahren Leben völlig unmöglich sind. Ich verspreche allen heute, obwohl Sie ganz nah dran sind, werden Sie glauben, nicht ganz dicht zu sein. Wir machen das ganz fair. Ich riffel das hier so entlang. Sie rufen bitte Stopp und ich halte dann an und Sie merken sich bitte die Karte, die Sie sehen. Ich gucke auch weg. Ich hatte letztens ein tolles Erlebnis mit einem sehr kritischen Zuschauer und der sah ein bisschen aus wie Sie, Hakan. Ja, der hat die Hälfte der Karten genommen, mit der Vorderseite nach oben gedreht und die andere Hälfte mit der Rückseite. Bild oben, Bild unten und hat die ganz langsam ineinander gemischt. Das ist nicht gemischt, das ist das völlige Chaos. Bild offen, Bild unten, durcheinander. Und so hat er mir die Karten gegeben, hat gesagt, Mensch Junge, du bist doch Zauberer, find mal meine Karte raus. Und ich zeige Ihnen, was ich gemacht habe. Einmal abgehoben und einmal geschnipst. Und die erste und die zweite Karte war wieder richtig. Die dritte auch, die vierte auch, die 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle Karten waren wieder richtig, bis auf eine einzige. Nur eine ist verkehrt. Hakan zum ersten Mal. Welche haben Sie gedacht? Ass Kreuz. Und deswegen mag ich kritische Zuschauer, weil es ist, ja. Das Ass Kreuz. Ich möchte, dass Sie den Würfel in Ihrer Hand jetzt exakt 10-mal verdrehen. Sie werden den Würfel danach perfekt gelöst in Ihren Händen halten. Sie hat ihn nicht normal gelöst, das ist ja viel zu einfach. Sie hat ihn mit Hilfe ihres Unterbewusstseins gelöst. Wenn ich mir diese Würfel anschaue, ich hoffe, Sie können das erkennen, sind zwei Seiten exakt identisch. Also eine Seite bei der Würfel stimmt perfekt überein. Nicht nur eine Seite, zwei Seiten stimmen exakt überein. Nicht nur zwei Seiten, es sind drei Seiten, die perfekt stimmen, vier Seiten, die perfekt stimmen, fünf Seiten, alle sechs Seiten sind perfekt. Ich verrate Ihnen jetzt, wie das geht, weil ich nicht möchte, dass Sie Ihr Geld bei solchen Leuten verzocken. Der Trick ist sehr einfach, ja. Wenn ich den Würfel reinwerfe und mische und ich erzähle Ihnen jetzt, ich hole den raus, stimmt das gar nicht. Ich tue nur so, meine Hand ist leer. Und ich habe einfach noch einen zweiten Würfel in der Tasche und der erzeugt die Illusion, dass dieser Würfel hin und her wandert. Ich habe nur bis heute nicht verstanden, warum ist der zweite Würfel rot? Sigrid, bitte zum ersten Mal, wie heißt Ihre gedachte Zahl? 79. Das ist Ihre Schuhgröße, Sigrid. Das ist die letzte Ziffer Ihrer Telefonnummer. Macht 43 plus die Uhrzeit, wann Sie morgens aufstehen, macht 51 plus 28 sind 79. Viel Spaß beim in aller Ruhe nachrechnen. Die Verbindung steht, hervorragend! Komm her! Das ist möglichst unmöglich! Es ist die 2, richtig? Zeigen Sie es uns. Die 2, ja, genau. Die Tüten werden gemischt, am Ende werden drei Tüten plattgehauen und in der letzten Tüte befindet sich hoffentlich der Nagel. Sagen Sie bitte Stopp, wenn Sie das Gefühl haben, die Tüte, über der sich meine Hand befindet, ist sicher. Gute Entscheidung. Wenn Sie irgendwo draufhauen müssten, für welche der beiden Tüten würden Sie sich entscheiden? Okay. 1, 2. Das war die richtige Entscheidung. Denn hier wäre das Ganze übel ausgegangen. Gehen Sie bitte auf. Jetzt geht es um Ihre Geheimnisse. Sie haben sich als Kind unter dem Bett Ihrer Eltern versteckt. Und Ihre Eltern hatten viel Spaß. Dankeschön, Sie dürfen sich hinsetzen. Eine Zahl habe ich von Ihnen. -5,374, richtig? Oh, von wem kommt das denn? Sie haben aus dem Kühlschrank der Eltern als Kind Eier geklaut. Aber nicht, um sie zu essen. Sie haben versucht, die auszubrüten. Ist das richtig? Ja, dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Was ist Ihre Superzahl? Die 1. Jackpot!